Hallo, meine kleinen Mini-Freunde da draußen! Schlag mich erstmal! Ich bin heute vereint mit dem absoluten Flodder-Chaos-Trio. Sag mal hallo. 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 Ich bin heute mal wieder zusammen mit Marvin und Cooper. Ihr wisst, wenn wir drei zusammen was probieren, dann kann nur alles schief gehen und zerbrechen und ungefähr unser Leben zu Ende gehen. Ungefähr brechen. Ihr beide kennt ja sicherlich dieses Gefühl, wenn man sich sowas kauft und dann denkt man sich so, ja, das war jetzt für den Arsch, das hätte ich mir komplett jedes sparen können. Mal, wenn wir ein Video drehen. Ja. Ich glaube, das Gefühl kennt jeder. Man kauft sich irgendwas und merkt im Endeffekt, ja, das hätte ich mir komplett sparen können. Das ist voll sinnlos. Und genau diese sinnlosen Gegenstände und Gadgets hab ich jetzt gekauft. Wir werden jetzt die dümmsten Sachen des Lebens testen. Ich hoffe, ihr seid ready. Habt ihr Bock? Alle mal Applaus. Ich würde sagen, es wird Zeit für das sinnloseste Video, das wir drei jemals in unserem Leben gedreht haben. Und deswegen würde ich sagen, let's go mit dem Video. So, wir kommen zur ersten Sache und zwar... Oh mein Gott! The Rolling Ice Cream Grill. Make your delicious ice cream. Genervt! Das hier ist der geilste Scheiß ever, dann hiermit kann man sein Eis rollen. Rollen! Jetzt mal Real Talk, kennt ihr das? Ja, ich habe das schon mal gegessen. Ich fand das schon so echt ganz nice. Ich habe das in Thailand mal gesehen und das ist der geilste Scheiß einfach. Das hat so geil geschmeckt auf so eine kalte Eisplatte. Machen sie so die Milch und das ganze Zutaten. Du bist. Hä, hey, ja, ich finde das richtig geil. Das ist schon kalt. Ja, wir wussten eigentlich schon, dass das jetzt kommt, weil das Ding hier, das ist eiskalt, damit die Milch und alles direkt darauf gefriert. Und deswegen muss man das in die Gefriertruhe tun. Geil, so ein Schabding. Ja. Voll schön. Das ist richtig schöne Deko. Also passt auf, okay. Leute. Wir müssen jetzt einfach die Zutaten für Eis warm hier reinmachen und dann frosten sie und dann müssen wir noch schaben. Warum haben wir das? Ruhig. So, können wir jetzt mal hier unser Eis machen oder was? Ja, ihr habt einen Hund auf den Tisch gelegt. Guck mal, Erdbeeren. So, was haben wir noch, Mutter? Als nee. Haben wir Himbeeren. Himbeeren, geil. Woo. Und dann haben wir meine Lieblingssüßigkeit, Kinder Bueno. So, guck, wir machen da die Zero drauf. So nur? Ja, wir müssen das dann noch klein hacken. Die, da sind glatt drin. Ja. In Thailand haben die so mit diesen Dingern so hier gemacht. Oh, cool. Wollen wir noch ein Oreo reinklatschen? Und jetzt? So, und jetzt müssen wir alles zerkleinern. Wow, geil. Ja, mach das satisfying. Ja. Geil, guck mal. Wir haben die Milch vergessen. Ah, ja, mach die Milch schnell. Oh, nein. Oh, wetten, das Ding ist nicht richtig kalt. Das sieht eklig aus. Hä, Leute, das geht nicht. Aber da steht, man braucht one cup cream. Cream? Haben wir Cream? Nee. Ich hab frisch gemüsselt mit Kräutern. Oh, hier steht doch, that you will need a bowl. Whisk. Was ist ein Whisk? Whisky? Hab ich. Ja, uns fehlt die Cream und jetzt? Scheiße, ich dachte, das wird was. Würdet ihr dieses Eis kaufen? Hey, das wird voll geil. Das sieht eigentlich voll geil aus. Ja, eigentlich ist das schon geil. Das sieht aus, als wenn Rookie gekotzt hat. Die kotzt so? Ja, aber die essen. Ah, das ist schon hart. Oh mein Gott, das geht. Aber es rollt sich nicht. Oh, guck mal, das ist eine Rolle. Darf ich die essen, die Rolle? Das ist keine Rolle. Nicht essen, wir dürfen noch nicht probieren. Wieso? Hier, komm, wir probieren mal. Was? Und oh, nicht klein. Ja, ich bin voll scheiße. So, jetzt haben wir wieder unser Ding hier. Wir haben es natürlich noch nicht geschafft, eine richtige Rolle zu machen. Deswegen probieren wir das jetzt einfach nochmal mit Milch. Wir probieren das jetzt einfach nochmal mit Milch. So, wir machen jetzt hier eine ganz leichte Schicht davon hier rein. Ist zu viel. Was? Ich sehe schon, wie es hart wird. Echt? Da, geil. Ich sehe schon, wie es hart wird. Ja, wir würden das essen. Ja, das wird nichts mehr, Leute. Oh, das ist scheiße, das Ding. Oh, Mutter. Ja, jetzt schab mal. Ja, das geht nicht. Ja, das. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, wir haben eine Rolle! Willst du mal probieren? Nee, Soja unverträglich geil. Ja. Ich auch, aber ich esse trotzdem. Morgens immer und dann so. Oh, Mutter, also wenn es richtig ist, kriegt es 10 Enttäuschungen. Wenn es richtig geil ist, kriegt es 0 Enttäuschungen. Wie viele Enttäuschungen geht man dem Ding? Naja, eigentlich sind wir die Enttäuschung und nicht das Ding. Leute, wir kommen zur nächsten Sache. Den habe ich schon gesehen, der stand in der Katze. Oh nee, was? Du hast ihn gesehen? Ja, warum stellt ihr dir doch denn in die Katzenklappe rein? Sie hat es aber gesagt. Oh, nee, scheiße. Oh, Mutter. Der gehört eigentlich gar nicht dazu. Wir haben den nur vorhin im Laden gesehen und dachten so, den müssen wir mitnehmen. Ich wackel mit dem Hintern und tanze zu 3 Hammer-Songs. Hey, wie geil ist die? Poppy, das Popo wackelnde Lama. Ja, das kann ihren Popo wackeln und den Kopf um 130 Grad drehen. Oh, ich kann nicht sprechen, ey. Das ganze Video laber ich nur scheiße. Sie denn schon ja, wieder? Komm mal rein hier. Wir haben halt gehofft, Marvin findet es voll cool und freut sich. Wir haben es für dich gekauft. Wir waren vorhin noch bei Einkaufsladen drin und dachten uns so, ich kann nicht mehr sprechen. Kann ich doch mal. Hey. Die dreht sich dadurch, dass sie ihren Kopf so wackelt.
ist die geil! Mach nochmal an hier. Oh, geil! Gleich so voll von die Fresse. Wie sie twerk. Aber schon ein bisschen sexual, das Ding, ne? Das ist nicht sexual. Klar. Sexual shit, denk. Hey, guck mal, wie sie mit dem Arsch wackelt. Ich könnte den ganzen Abend zugucken. Ja. Ich denke gar nicht genug von ihr. So, das nächste ist natürlich wieder ein schöner Zeitvertreib für uns drei, womit wir ein bisschen Spaß haben können. One-Man-Ping-Pong-Table. Ja, ist bestimmt voll der Scheiß. Ich dachte, das ist doch bestimmt lustig. Muss man zusammen? Mit einer Schraube? Ja. Scheiße, was kommt das denn? Aus Schweden. Ist das so ihr Catwalk? Oh, geil. Wir präsentieren ihn hiermit. Marvin, meine tötet Freunde. Sie. Ja, love it. Ja, wir müssen jetzt das Ding zusammenbauen. Ja, nicht wir, du. Hä? Halt doch hier. Komm mal, mal so. Jetzt. Was war das denn? Was habt ihr hier bekommen? Nix. Fest. Nächstes, was jetzt? Hier so an der Stange. Und jetzt? Ja, jetzt müssen wir erstmal aufhören. Oh. Hä, wie geht das jetzt? Joey. 2, 3. Geil. Hä, das ist ja voll die Scheiße. 1, 2. Voll gut. Jetzt aber. Beides gleichzeitig. Oh Mann! Gut, ja, wir machen das einfach mit so Handy. Ja. Oh Marvin. Gewonnen. Geil. Love it. Das sieht ein bisschen sexual. Aber sie dreht sich an der Stange. Oh, ich habe jetzt hier was hergeholt. Das könnt ihr jetzt akzeptieren, so wie es jetzt hier ist. Also Leute, wir kommen zu unserer nächsten geilen Sache, die wieder super sinnlos ist. Denn ich habe einen Kitchen Pro Potato Peeler gefunden. Geil. Hä, eigentlich ist es gar kein Peeler. Eigentlich ist es so ein Twister. Komm, was ich... Ruhe jetzt. Ich so, guck mal, was ich gar nicht. Hier seht ihr Potato Twister. Genau, guck mal hier. Wie geil sieht das denn aus? Aber wir haben jetzt halt nur einen Apfel. Warum aber mit den kleinen Miss Potatoes können wir es doch probieren. Ja, wir können es probieren. Darf ich es ausmachen? Ja, du darfst es ausmachen. Wow. Das ist richtig professional. Kannst du einfach so machen? Nicht Marvin. Ruhe. Eins. Eine Ruhe Kartoffel auf den Spieß stecken. Wow. So, spieß das Ding jetzt hier drauf. So richtig bis zum Anschlag. Boah, riech jetzt Loch rein. Contains. I love that. Guck mal, jetzt dreht er sich. Oh, geil. Boah, wir haben gleich Apfel am Spiel. Es geht so richtig smooth. Oder? Ja. Oh, jetzt ist es fertig. Oh, geil. Oh mein Gott, er hat gekackt. Ah, scheiße, wir müssen jetzt auf so einen Spieß stecken. Oh, nö. Hallo, Leute. Leute, ihr macht's kaputt. Wir brauchen einen Spieß. Ja, guck, als ob ich einen Spieß hab. Oh, nein. Geil, so Santa Monica. Santa Monica? Was ist denn Santa Monica? Oh, Leute! Ach, schön, ja, du hast doch eh keinen Spieß. Was ist denn Santa Monica? Mundharmonika? Nee. Akkordeon. Hä, guck mal, wie geil. Oh. Wow, das kann man sich so aufhängen und dann so als Schmuck ins Zimmer. So ein Traubenfänger. Komm jetzt eine Kartoffel rein. Wie wir auch auf dem Tisch hier das essen und der Hund ist hier gerade lang gelaufen. Ne? Boah. Oh mein Gott! Oh, geil. Hä? An Geburtstag mal kein Geld für Deko, nimm mal die Kartoffeln. DIY, Geburtstagsgirlanden. Holt euch einfach ein paar frische Äpfel und Kartoffeln und zaubert euch eure eigenen Girlanden. Girlanden? So kannst du bestimmt voll gut so Chips machen. Ja, wir tun die einfach in euren... Ist die doch jetzt nicht, oder? Hol mal die Philips, Mutter. Ja, hol mal das Ding. Dann schmeißen wir die rein. Also Leute, das Zeug ist jetzt hier drin und jetzt geht es in das Ding. Oh, jetzt ist dein Gesicht wieder. Ja, ist ja gut. Ich bin zu schön, die fokussiert in mich. Hältst du jetzt an? Ja. Boah, präsentier die nicht zu sehr. Hä, die müssen wir doch zeigen. Ja, aber die kriegen umsonst hier voll die Werbung. Ich will davor. Warte mal, aber lass erst mal eine Mandarine. Oh, ja. Ich mach jetzt die Erdbeere. Hä, Marvin, die ist noch gar nicht da. Ist egal. Ich hasse dich. Ich hasse dich so sehr, ey. Mutter ist noch so im Badezimmer und baut die Fritteuse auf. So, jetzt mach das hier. Ganz schön fest, die Mandarine. Aber es geht. Iiii, wer ist sie denn? Oh, geil. Oh, das ist wie so ein Mandala. Hä, was ist das für ein Mandala? War die abgewaschen? Nee. Oh mein Gott, eine Mandarinengirlande. Wie dieser Kern, den du da so reingezogen hast, um ihn zu genießen, kotzt gleich. So kleinen weißen Ekelviecher. Also, der kommt noch mit. Hallo, da ist noch was auf dem Klo in der Fritteuse. Stimmt. Hast du angeguckt? Ja. Und? Das sieht super aus.
Oh, was ist das denn? Und oh mein Gott! Boah, mir gar nicht gut. Oh, das Geräusch! So, wir kommen jetzt zur letzten Sache, Leute. Und die ist das Highlight des Tages, Leute. Ich hoffe, ihr seid genauso excited wie ich und sagt jetzt nicht gleich, nö, mach ich nicht. Es ist eine 2-in-1 Heimdampfbad und Sauna. Können wir da rein? Ja, da können wir reingehen. Ein Zelt? Ja, das ist so ein Zelt und dann gehen wir rein. Man sieht mich gar nicht. Und da denkst du, das machen wir jetzt zwischen den anderen Videos. Wenn ich so geschminkt bin, gehe ich jetzt in ein Dampfbad rein und drehe danach noch 3 Videos. Boah, was ist das für ein Bottich? Das ist der Boiler. Wie geil ist es? So im Winter draußen so eine geile Sanftsauna. Sanft? Hä, aber guck mal, wie klein das ist. Der hat wieder die Sonnenschutz. Fast zum Glück ist sie noch zu, die Mona. Scheiße, wer konnte denn ahnen, dass das Ding jetzt hier so. Du, ist da klein. Guck mal, ob die Glühbirne noch angeht. Oh, ich schwitze gerade richtig, ey. Ich hab richtig einen Schweißausbruch bekommen. Ich sagen, es ist doch nicht so klein. So, Leute, wir haben uns jetzt hier versammelt vor unserer Dampfsauna. Ist ein bisschen eine eigenartige Situation hier draußen. Es ist sehr kalt. Wir werden das Ding jetzt einfach anmachen und gucken, was passiert. Und ich gehe nicht rein, weil ich sonst meinen ganzen Spray-Tan verliere. Hey, das war direkt rein, oder? Jetzt schon. Geht mal hin, da. So, komm mal, oh, das ist voll kalt. Oh, guck mal, wie cool wir aussehen in dem Ding drin. Oh, warte, ich geh mal kurz runter. Ich versuch nicht zu furzen. Oh, ich muss mal. Oh. Vielleicht hat die Kamera bestimmt über. Oh, guck mal, das geht passiert? Kaputt. Wieso geht das kaputt? Guck mal, es ist geknackt. Eine Decke, guck mal, der klebt auf. Ach du Scheiße, vor allem unsere Gesichter. Ich hab Angst. Schau, der Deckel. Hier? Knackt, ja. Boah, ich hab ein bisschen Angst jetzt gerade. Oh nee. Mach mal ein Kompliment rein. Jetzt hab ich Angst. Ja, guck mal, nicht so hoch. Hä, hey, haben wir alles beachtet? Machen? Hast du die Sicherheitsvorkehrungen gelesen? Gar nichts, die Mutter hier hat dann angefangen. Oh nein. Wieso kommt hier nichts an? Da stimmt irgendwas nicht. Oh Gott, vielleicht machen wir wirklich was falsch und das explodiert wirklich gleich, weil wir irgendein Ventil vergessen haben. Ja. Also. Zieh nicht einfach das Kabel, Mutter. Mutter, nicht! Was ist denn? Hey, guck mal, wie das da oben geknackelt ist. Ich könnte sie noch einen getroffenen Duft auf Mitte zum Wasser geben. Oh, ich verstehe nur noch Bahnhof. Hey, das Ding ist scheiße und es ist aufgeplatzt und es ist nicht mehr funktionstüchtig. Oh, scheiße. Scheiße! Hä, war das jetzt das Ende? Vor allem gefilmt durch unsere Beine. Oh nee! Das war's! Ja, Leute, guck mal, wie das hier aufgesplittert ist. Das kann gar nicht mehr funktionieren. So, Leute, das war jetzt irgendwie scheiße hier, weil eigentlich wollten wir wirklich geile Dampfsauna-Party machen. Die ganze Nachbarschaft hört dich einfach. Aber wir hatten jetzt zu viel Angst, dass wir das Haus noch zerstören, wenn der Deckel abfliegt und uns zerbricht. Deswegen lassen wir das jetzt hier lieber. Ich hatte eigentlich nur Angst um mein Gesicht. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr auch lachen musstet, dann gebt ihr auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben. Wir würden uns sehr darüber freuen. Ja, bei mir könnt ihr auch vorbeigucken. Bei Marvin könnt ihr auch vorbeigucken. Wir haben nämlich noch 2 geile Videos für euch gedreht. Findet ihr jetzt hier verlinkt und auch nochmal die Links unten in der Beschreibung. Boah, Marvin, kotzt du? Ja, ich stoß ein bisschen auf. So, wir versuchen jetzt wieder hier rauszukommen, Leute. Und ja, vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt. Vergesst nicht, die beiden Süßen hier zu abonnieren. Und dann würde ich auch schon wieder sagen, sehen wir uns bald wieder. Oh Gott, oh Gott.